So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Moment, Musik wieder an. Ja, nicht verwundert sein, wo wir gerade sind. Ich habe vorhin eine Aufnahme gestartet, allerdings musste ich diese löschen, weil man mich kaum gehört hat. Ich habe zuvor ein bisschen mit meinem Mikrofon gespielt. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich habe zuvor jetzt eine Testaufnahme gemacht. Und ja, was ich jetzt machen möchte, ich möchte jetzt in den Dschungel gehen und nach einer Pyramide suchen. Und jetzt bin ich hier ungefähr am Rand des Dschungels. Dort hinten ist ungefähr unser Zuhause. Ich glaube, die Musik kann ich auch ein bisschen laut machen. So, ich hoffe, das halt nicht. Gut, ich würde sagen, auf geht's. Ja, und passend für einen Regenwald, es regnet. Moment, halt, habe ich eigentlich easy? Jawohl. Genau. Gut, ab geht's in den Dschungel des Grauens. Ist auch schon ein Einwohner. Oh, und da auch. Na komm, begrüßen wir die einfach mal. Verdammt, die haben Bögen. Das sind wahrscheinlich Mayas. Tote Mayas. Oh Gott, die greifen mich an aus der Distanz. Nein. I don't want to play a game with you. Please leave me alone. Ich hoffe, der andere kommt jetzt nicht zusätzlich noch. Jetzt lassen wir ihn in Ruhe. Aua! Okay, phrasen. Ich muss was phrasen. Außerdem lag's ein bisschen. Ich habe übrigens herausgefunden, warum meine Spiele immer laggen. Und zwar muss ich meinen PC komplett neu starten. Dann, keine Ahnung, dann sind irgendwie nicht so viele Anwendungen offen. Und dann laggt es nicht. Wenn ich zuvor, aber so wie jetzt ein paar Spiele gespielt habe und dann einen Part aufnehme, dann sind noch ein paar Anwendungen offen und es laggt. So, ich glaube, der hat sogar eine Rüstung getragen, nicht wahr? Ah, das sieht jetzt ziemlich übel aus. Ihr endet nice Nagel. Na Nagelkissen, ja. Nagelkissen. Das Nagelkissen kann man sich bei Obi bestellen. Was ist dort hinten? Ich sehe es nicht so richtig. Huch, da schwimmt ein Creeper. Der wollte uns wahrscheinlich umarmen. Aber musste feststellen, dass wir dort nicht mehr sind. Na komm schon. Jawohl. Ich bin der Regengott. Ich wollte gerade sagen, der Regen soll sich verpissen, weil ich dadurch weniger sehe. Oh Gott, ich musste unbedingt nachts in den Dschungel reingehen. Das ist ja eine super Idee gewesen. Wie gesagt, wenn wir creepieren, ist alles am Arsch. Dann ist alles K.O. Und alles ist ruiniert. Alles ist tot. So wie dieses Hühnchen hier. Hä? Ist es gebraten? Hä? Ach so, aha. Wir haben unser Schwert, es hat ja eine Feuerverzauberung. Und die Hühner, die sterben ja durch dieses Feuer. Vermute ich mal. Und dadurch lassen die jetzt gebratenes Hühnchen droppen. Geile Idee eigentlich. Das heißt, wenn wir jetzt Kühe zum Beispiel schlachten, kriegen wir immer Steaks und müssen die nicht braten. Das ist ja mal cool. Das wusste ich echt nicht. Oh Gott, ah! Pfeil im Kopf, oder? Ja! Ah! Noch ein Pfeil im Kopf. Jetzt lass mich in Ruhe. Diese Skelette, die nerven mich am meisten. Von allen Mobs in Minecraft nerven mich die Skelette am meisten. Die Creeper mag ich ein bisschen lieber, weil die so fies sind. Los, komm her. Ne, komm, ich leg mich jetzt nicht mit denen an. Ich laufe jetzt weiter, bevor wir wieder stundenlang sinnlos durch die Einöde laufen. Wie damals, bevor wir Staffel 1 beendet hatten. Gott, es kann jederzeit ein Viech von der Seite kommen. Und wir dürfen nicht krepieren oder wir dürfen uns auch nicht verlaufen. Beides wäre sehr schlecht. Ich mache jetzt was sehr Riskantes. Ich hoffe, es klappt. Und hoffentlich finden wir ein paar Schafe. Ich habe nämlich eine Schere dabei. Wir dürfen hier nicht krepieren. Das sind wieder die unheilvollen Hühner. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das nur ein Huhn? Okay. Ich dachte, es wäre ein Skelettkopf oder sowas, das mich so anstarrt. Mann, ich habe vielleicht eine Fantasie.
Irgendwie bin ich, immer wenn es Nacht ist, am Ufer eines Bioms. Fällt mir so auf. Wahrscheinlich, weil ich Angst vor den Monstern habe und mich nicht reintraue in den Dschungel. Und weil da überall Creeper sind auch noch. Und die können sich super tarnen hier in diesem Dschungelbiom, der hier jetzt dann wieder zu einem Mischwald, glaube ich, wird. Hey! Alles ist cool. Ich habe nur ein bisschen Angst, mehr ist es nicht. Warum kann ich euch nichts sagen? Ach, das ist doch kein Mischwald, das ist immer noch Dschungel. Ich habe gerade einen Schritt gehört, hinter mir! Da ist der Tempel! Am Ufer, ziemlich episch, muss ich schon sagen. Aber wir schauen noch nicht rein. Erst möchte ich warten, bis es Tag ist. Ich habe da gerade... Jawohl, ich habe dich gerade gesehen. Überall Hühner. Hier bei unserem Haus sind lauter Kühe und hier sind lauter Hühner im Dschungel. Wo sind die Schafe? Ja, Gott sei Dank, die Sonne geht auf. Angriff! Oh, la, Creeper, Creeper, Creeper! Nein, da war ich mich jetzt nicht dran. Na los, Skelett! Töte den Creeper! Gib mir eine Schallplatte! Doch nicht so! Nein! Lass mich! Ich will nichts! Ich gehe auch schon weg! Das ist euer Tempel, nicht meiner! Ich gehe ja schon! Seht ihr? Friedlich! Ich bin ein friedlicher Mensch! Nicht so wie ihr, Barbaren! Die einfach unschuldige Leute angreifen! Nur zum Spaß! Und was total nichts bringt. Ich will wieder ein bisschen... Na komm, ich will wieder ein bisschen... Ja! Gebratenes Fleisch haben. Hey. Wo ist jetzt das Skelett hin? Wahrscheinlich ist es im Creeperloch, oder? Bist du im Creeperloch? Tatsache. Hey! Na komm, ich will Hühnchen. Ich wette, KFC macht dadurch... macht durch diese Methode auch ihre Hühnchen. Das sind ein paar Spinnen. So, ich würde sagen, ich wage mich jetzt in den Tempel rein. Ich habe noch nie einen Tempel erkundet in Minecraft, also zumindest im Survival-Modus. Ich dachte, es wäre ein Hühnchen, aber nur ein Bambus-Creeper. Danke für dein Schießpulver. Noch einer! Ist die ganze Welt inzwischen verrückt geworden? So, die Spinnen, die tun mir, glaube ich, nichts. Gut, ich gehe jetzt zunächst mal von oben rein, dadurch... es reicht nicht, verdammt. Wenn es da ein Creeper und, ne, ist, dann wäre das ziemlich lustig. Gut. Erstmal sichern, weil der Tempel, der ist auch ein bisschen dunkel, da können auch ein paar Viecher spawnen dort drin. Ist also wie eine kleine Höhlenerkundung wieder. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Was befindet sich denn dort drin? Oh Gott! Verdammt, diese Fallen! Da! Ach nee, das ist keine Falle. Das ist nur ein Holzfäller. Auf Jagd. Ein Jäger auf Jagd, meine ich. Hü! Auch noch eine Spinne. Was sind hier jetzt schon wieder? I leave me alone, please. Wenn ein Creeper ist, bin ich aggro. Ah, das muss ja dazu kommen. Na komm. Komm raus. Ich will nicht, dass du den Mossstone zerstörst. Der ist nämlich selten. Bambus Creeper. Ah, der hat sich schon... Der wurde schon durch das Feuer getötet. Okay. So, wenn dann noch einer... Natürlich. Wo ein Creeper ist, ist auch ein zweiter. Ich wette, da ist noch einer. Ach. Ja, aua. Diese Fallen. Da ist die Kiste. Ich muss auf Stacheldraht aufpassen.
Oder auf Dinge, fallen Dinge. So, hier ist auch ein bisschen Redstone, können wir uns ab... können wir mitnehmen. Und hier ist ein fieser Dispenser, immer hinter einem... immer hinter einer Ranke. So, ich schalte jetzt wieder auf. Peaceful und baue jetzt diesen Tempel hier ab. Aber ich habe gar keine Spitzhacke, ja. Ist dann wieder super. Und da ist noch ein Dispenser. Diese Mayas, die haben uns Pfeile hierher die haben uns Pfeile dagelassen. So, jetzt ist hier ein Hebel. Ich wette, irgendeiner aktiviert eine Falle. Ich glaube, ich baue die zunächst ab und mache mir jetzt eine Spitzhacke. Dazu brauche ich natürlich Steine. Das Problem ist, ich habe gar keine Steine, wobei ich glaube ich... Moment, Kakao, Kakao-Dingens. Na, was jetzt? Ach, okay, ein bisschen Kakao haben wir jetzt auch gesammelt. Die können wir auch bei unserem Zuhause pflanzen oder nahe unserem Dschungel. Da können wir beim Dschungel so eine kleine Farm aufbauen, damit es naturgemäß zur Landschaft passt. So, ich glaube, das reicht. Ja, das Holz ist immer noch blau, ich weiß. Es lässt sich halt nicht ändern. Aber ich finde das Blau ein bisschen episch, muss ich schon sagen. Keine Ahnung, warum ich... Ich mag Blau. Blau ist einer meiner Lieblingsfarben. Und Achievement. Wow. Super. Gut. Hätten wir ein Eisen mehr, könnten wir uns jetzt eine Spitzhacke machen. Aber ich glaube, die Holz reicht auch aus. Glück auf. Ein Ei. Toll. Gut, also wenn wir Eier wollen, gehen wir in den Dschungel. Wenn wir Kuhfleisch wollen, gehen wir nahe unserer Siedlung. Das Problem ist, ich habe immer noch kein Schaf gefunden. So, jetzt bauen wir das Ganze ab. Was ist denn dort hinten? Na toll. Ich wusste gar nicht, dass man muss dann auch mit Holzdingen abbauen können. Kann. Ein Repeater. Ach, das ist ein Pisten, okay. Ich dachte, das sah für mich aus wie ein... Gold! Eine Leiche! Na, wie gesagt, nehmen wir das Ganze ein bisschen mit. Ein bisschen mit. Ich glaube, damit können wir unser Holzlager an einem Dschungel bauen oder sowas aus dem Material. Und ich glaube, mit dem Gold können wir uns... Ja, können wir uns goldene Melonen machen. Und die können wir dann zur Alchemie, für Alchemie verwenden. Das Problem ist, wir haben unseren Alchemietisch richtig in der alten Welt. Das heißt, wir müssten es zuvor ja noch mit der alten Welt verbinden, also unsere neue Welt mit der alten Welt verbinden, mit einem Portal zum Beispiel. Dazu brauchen wir Obsidian. Und für den Obsidian brauchen wir Lava und Wasser. Könnten wir uns theoretisch machen. Wir könnten uns theoretisch ein Portal machen. Wir haben einen Eimer Wasser. Oder wir können uns einen machen. Wir haben ja genug Eisen dafür. Und wir könnten uns daraus ein Portal schmelzen. Damit könnten wir dann durch den Nether unser altes Portal in der alten Welt finden. Und dadurch hätten wir quasi eine Verbindung zwischen den Welten geschaffen. Ich glaube, das mache ich. Bald, aber zunächst möchte ich hier noch ein bisschen... Nee, Moment, ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Also wenn ich wirklich in den nächsten 5 bis 10 Parts kein Schaf finde, kein einziges, dann greife ich auf die... Moment, wenn ich in den Nether gehe, dann werde ich ja... Oh Gott, dann ist es ja sehr... Dann ist es sehr schwierig, da dort zu überleben. Ihr wisst ja, der Nether ist die Mutprobe in Minecraft. Und man kann dort am leichtesten sterben, vor allem in der nahe der Lava. Wenn man einmal in die Lava fällt im Nether, ist alles aus. Ja, hier ist noch ein bisschen Draht, kann ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Aber nur ein bisschen, ne? Ich nehme sie nicht komplett mit, natürlich tue ich's. Besteht eigentlich die Pyramide komplett aus Mossstone oder noch ein bisschen aus Stein? Ja, ein bisschen aus Stein besteht die auch noch. So, keine Ahnung, was wir mit den Dispensern machen können. Vielleicht irgendeine Monster-Abwehr-Falle oder sowas.
Aber ich glaube, da sind mir ein bisschen die Pfeile zu schade. Vielleicht können wir ein bisschen Schnee sammeln und sie dadurch ein bisschen trollen, die Monster. Na, was ist denn hier eigentlich? Also wieder so ein Hebel. Ich habe übrigens noch nie einen Hebel benutzt. Oder Haken, wie die auch immer die heißen. Das ist für mich Neufundland. Neufundland. Ein Land. Nee, Neufundland ist eine Insel nahe Kanada. Für die es nicht wissen. Gemeißelte Ziegel 3. Ich dachte, man kriegt ja immer nur einen. Na ja, gut. Ah, habe ich halt Glück gehabt. So, technischer Fortschritt. Wow, ich krieg ja Achievements ohne Ende. Ich glaube die Musik, ja, ich glaube die Musik lasse ich noch. Wir sind ja immer noch auf einer Abenteuertour. Das ist unsere Abenteuermusik, diese Musik hier. Nicht Höhenplaylist, ich nenne jetzt um in Abenteuermusik. Wir erleben ja gerade ein Abenteuer des Abbauens, was total spannend ist. Ja, ich glaube, jetzt muss ich euch wieder ein bisschen unterhalten, ne? Ja, genau, ich glaube, wir können ja ein bisschen reden, was wir jetzt da machen werden in Minecraft. Also zunächst möchte ich ja das Haus fertig bauen. Das hat dann höchste Priorität, aber zuvor müssen wir natürlich erstmal diesen Tempel hier abbauen. Sobald wir das haben, den Tempel, wie viel Hölzer haben wir eigentlich? 12, da könnten wir uns den Rest und Dingens auch noch machen, wenn wir Lust hätten. Sobald wir, das Haus dann später fertig gebaut haben, möchte ich ein Schaf finden. Vielleicht sogar noch vorher. Und wenn nicht, na, wie gesagt, ich kann ja nicht in der Nähe, da ist es ja viel gefährlicher als hier in der Oberwelt. Ich möchte auch ungern jetzt wieder zurücklaufen zur alten Welt, nur um ein Schaf zu finden. Verdammt, und wenn, aber wenn ich zu weit weg von meinem Haus gehe, so wie jetzt zum Beispiel, dann verlaufe ich mich vermöglich und finde mein Zuhause nicht mehr, vielleicht sogar nicht einmal meine alte Welt, wenn wir Pech haben. Das wäre auch sehr riskant. Also ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen wollen. Wir sitzen hier ziemlich in der Zwickmühle mit unserer neuen Welt. Ja, neue Welt, Dschungel, passt irgendwie. Was würdet ihr jetzt in meinem Fall machen? Würdet ihr jetzt nach einem Schaf suchen und ja, ich weiß, vielleicht können wir ja, vielleicht können wir uns ein paar Markierungen setzen, ähnlich wie Hänsel und Gretel, so alle paar Schritte in Block setzen, wie wir es damals im Nether gemacht haben, bis wir ein Schaf gefunden haben, und dann gehen wir anhand der Blöcke, die wir gesetzt haben, wieder zurück zu unserem Haus. Das könnten wir auch theoretisch machen. Das Problem ist, aber hier in dem Fall brauchen wir auch jede Menge Steine, die wir platzieren können. Ich könnte natürlich Erde holen oder vielleicht ein paar Blattblöcke, also ja, Blattblöcke. Das sieht total komisch an. Blattblöcke. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich sammle dann, sobald wir das hier abgebaut haben, dann sammle ich hier auch ein paar Leaves. Geht zurück zu meinem Zuhause. Und ja, dann suchen wir nach einem Schäfchen. Genauso mache ich das jetzt. Okay, unsere Spitzhacke ist verbraucht. Ich glaube, wie viel Monsters haben wir? Ach komm, soll ich jetzt alles noch mit schnell mitnehmen? Dann müssen wir nicht wieder zurück. Andererseits weiß ich nicht, wie ich das kommentieren soll. Sorry Leute, ich baue das jetzt alles ab und renne es dann später in einem großen Part. Genauso mache ich es jetzt. Ach, inzwischen ist wieder Nacht. Ihr wolltet wahrscheinlich, dass ich jetzt wieder die Monster einschalte, aber nee. Wenn ich hier beim Abbau gestört werde, dann nee, dann ist meine Motivation weg. Und ja, dann wird das Let's Play noch schlechter, als es jetzt schon ist. Noch ein Ei. Da hinterlässt mir ständig jemand seine Eier, sogar zwei Stück. Nee, das war nur eins, das andere war von vorhin. Diese verdammten Hühner. Die wollen mich verspotten. So, dann noch diese obere
Dschungelholzblock. Das ist mein Dschungelholzblock. Hier. Yeah. Hier in Köln. Hier an meinem Dschungelholzblock. Da lebt nur ich. Yeah. Oh Mann. Keine Ahnung, wie ich gerade darauf gekommen bin. Oder ihr kennt ja auch Julians Block. Das ist alles Julians Block. Julians Blöcke. Oh Mann. So, verdammt, ich würde so gerne das Eisen jetzt einsetzen wollen. Aber ich glaube, wir nehmen noch unsere Spitzhacken, unsere Steinspitzhacken, weil wir keine andere Möglichkeit haben. So, eigentlich wäre es klüger, den Tempel von oben abzubauen, anstatt zu, von unten, wie es ich jetzt gerade mache. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Also gut, gehen wir ins obere Erdgeschoss. Erdgeschoss? Ins obere Erdgeschoss. Perfekt. Perfekt. Ich habe mal wieder den Rahmen gesprengt. Ins obere Erdgeschoss. Das Erdgeschoss ist normalerweise immer unten. Das ist so, als würde man sagen, der obere Keller. Es geht nicht. Und warum leckt es jetzt auf einmal so? Wahrscheinlich öffnet sich jetzt wieder so ein iTunes-Update, was ich gar nicht brauche, weil ich nicht einmal ein Apple-Gerät habe. Ich frage mich, warum ich das dann installiert habe. Weil Apple so geil ist. Na, jetzt aber ich will den Block hier. Ich glaube, der Block wollte nicht abgebaut werden und hat dem System gesagt, es soll einen Leck verursachen. Ach, jetzt komm schon. Jetzt haben sich alle Blöcke gegen mich verschworen. Nice, komm schon, Mensch. Mach hin, ich will diesen Tempel abbauen. Das sind die Mayas, genau. Ich weiß, die sind jetzt irgendwo im Universum mit so einer heimlichen Rakete jetzt gekommen und schicken mir jetzt über ihr System, über ihr Mars-System, whatever, einen Leck, damit ich ihren Dschungeltempel nicht abbaue, den sie errichtet haben. Ich habe echt eine Fantasie, das ist unglaublich. Ich sollte ein Buch schreiben, ich schwör's euch. Pause. Oh Gott, damit. Lauter Leute gehen immer in mein Zimmer. Das ist schrecklich. Ich hasse sowas. Naja, scheiß drauf. Jetzt bin ich ein bisschen aufgedreht, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich gerade mal wieder ein paar andere Let's Player gerade gesehen habe bei meinem Bruder. Naja, egal. Ich hoffe, das soll uns jetzt nicht davon abhalten, diesen Tempel hier abzubauen. Das ist voll langweilig. Okay, ich versuche jetzt irgendwie euch zu unterhalten. Moment, was habe ich denn hier für Gegenstände da bei meinem PC? Das wollte ich gar nicht wissen. Das ist... Das sprengt doch den Rahmen. Weg da. Weg damit. Okay. Das ist eklig. Nee, Spaß beiseite. Ich habe hier... Boah, soll ich euch das jetzt erzählen? Ich glaube, das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, oder? Aber ich muss euch irgendwie unterhalten. Ich kann es nicht... Okay, ich habe ein Thema. Reden wir über... Computerspiele. Ne, das hat man, glaube ich, schon, oder? Ja, hat man schon. Egal, reden wir trotzdem nochmal über Computerspiele. Was war eigentlich das erste Computerspiel, was ihr je gespielt habt? Also allgemein... Computerspiel kann egal welche Konsole sein. Meins war, glaube ich, Formel 1 1995. Und ihr dürft raten, wann ich das gespielt habe. Richtig, 1995. Und jetzt bin ich gerade um 10 Jahre älter geworden. Verdammt. Okay, nochmal. Ich schaffe es, diese Leiter, diese Treppe hochzuklettern. Ah! Okay, nochmal. Wenn ich jetzt nochmal fehle, bin ich der größte Minecraft-Loser der Welt. Ah! Okay, nochmal. Schnell vergessen. No, jetzt schaffe ich es. Also geht doch. Okay, jetzt muss ich hier noch darauf. Genau. So. Jetzt noch dieses Ding hier abbauen. Diese obere Dingens da, whatever. Ach so,
so, das ist die Leiter. Ich dachte, ich falle hier gerade stückchenweise ein bisschen runter. Na gut, war's ja auch. Also gut, wir waren beim Thema Computerspiele. Also wie gesagt, meins war das erste von 1,95. Ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr zum Verkauf, kann es sein? Ja, heutzutage gibt's ja noch diese neuartigen Formel 1 Spiele, Formel 1 2013 oder so, 2012. Aber ich fand, die alten hatten irgendwie mehr Stil. Also die alten Formel 1 Spiele. Also allgemein finde ich, dass alte Spiele irgendwie viel besser sind als die heutigen Spiele. Weil damals, war ja das Ganze noch ein bisschen beschränkt in Sachen Computerspielindustrie. Da musste man seine pixelige Grafik irgendwie mit einem guten Gameplay ausgleichen. Und heutzutage gibt es viele Spiele, die einfach eine hohe Grafik pinchen und damit denken, das Spiel sei perfekt. Ja, was es ja laut den Fans eigentlich auch ist. Aber ich finde, die Grafik ist eigentlich nicht der größte, das nicht das Wichtigste eines Computerspiels. Ich finde, das größte Merkmal oder beziehungsweise das Beste, auf was man achten soll, wenn man ein Computerspiel programmiert, so, ist das Gameplay, die Story auch und der Spielspaß allgemein. Weil es hilft nichts, ein Spiel zu haben, was eine super Grafik hat, was aber verbuggt ist wie die Sau. Ich sag nur Battlefield 3. Ja, schon, hat es auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war sehr verbuggt. Es hat mich schon ein bisschen genervt. Wo ich das damals gespielt habe, natürlich. Ich glaube, Battlefield 4 kommt bald raus, kann es sein? Oh Gott, da habe ich mal so einen Trailer von Freddy V gesehen. Da stand, es kommt erst 2016 raus. Er hat uns alle belogen. Deabonniert den, falls ihr ihn abonniert habt. Werde ich auch tun. Nee, natürlich nicht. Na. Ich will jetzt die Leiter hochklettern, damit ich diese Steine hier bekomme. Okay, ich baue mir jetzt einfach eine improvisatorische Treppe. Like that. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Wie so ein kleines Häuschen. Bloß mit Moossteinen. Und die Sonne geht auf. Oder? Geht die auf oder unter? Die geht auf, ne? Ja. Na klar, es war ja gerade Nacht. Gut, kommen wir nochmal zurück zum Computerspielthema. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Gehen wir zu einem nächsten Thema. Wie wäre es dann mit Rauchen? Na, was haltet ihr von Rauchen? Seid ihr vielleicht sogar Raucher? Oder was haltet ihr von Rauchen? Oder raucht ihr überhaupt? Falls ja, warum raucht ihr? Weil es ein Genuss ist oder ich weiß nicht, weil, also ich bin selber kein Raucher, ich habe, glaube ich, insgesamt nur eine einzige Zigarre geraucht und die hat mir dann gereicht, weil ich verstehe den Sinn hinter einer Zigarre nicht. Was soll daran cool sein oder genüsslich? Ich verstehe das nicht. Also könnt ihr das mir erklären, falls der raucht? Weil diese Frage stelle ich mich schon seit Jahren. Was ist an Rauchen so cool oder beziehungsweise so, also allgemein, warum rauchen so viele Leute? Weil immer wenn ich irgendwie an der Straßenbahn an der Haltestelle auf die Straßenbahn warte, da sehe ich hier mindestens die Hälfte aller Leute, die auch auf die Straßenbahn warten, dass die Hälfte der Leute eine Zigarre im Mund hat. Also ich verstehe das nicht. Weil im Prinzip ist es ja eigentlich, dass man sich dadurch seine Lunge kaputt macht. Und sein Leben verkürzt. Und wenn man sein Leben verkürzt, dann ist man nicht mehr so cool. Finde ich, also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Habt ihr vielleicht eine andere Meinung? Ihr könnt ja, wie gesagt, ihr könnt ja alles als Kommentar schreiben. Mann, ich bin vielleicht kommentargeil, unglaublich. Das ist eine perfekte Schleichwerbung, um Abos zu bekommen. In den Leuten sagen, dass sehr, sehr viele Kommentare schreiben sollen. Weil wenn man Kommentare schreibt, dann wird es ja auf den Kanal angezeigt. Bei Feeds, glaube ich, ne? Und dadurch macht man im Prinzip Werbung, wenn ein Kommentar irgendwie geschrieben wird. Also wenn man einen Kommentar schreibt für den Kanal. Deswegen gibt es auch so viele YouTuber, die Kanalkommentare verlangen. Entweder weil sie Abos wollen oder vielleicht so wie ich,
einfach nur neugierig sind. Oder auch beides, je nachdem. Also ich muss zugeben, bei mir ist auch ein bisschen beides dabei, weil ja, ich brauche auch ein paar Zuschauer, muss ich zugeben. Ja, ich sag ja normal, ich bin nicht so der so wild auf Klicks oder Abos legt. Aber man darf sowas auch nicht ignorieren. Ich meine, wenn man jahrelange Let's Plays macht und sich nichts ändert an der Zuschauerzahl, dann ist es schon ein bisschen demotivierend, muss man schon sagen. Also bei mir ist es leider. Ja, bei mir ist es nicht so. Aber ich ich wäre schon mit einer höheren Zuschauerzahl zufrieden. Also 120 habe ich, glaube ich, momentan. Ist ganz okay momentan. Also ich bin momentan, ja, geht eigentlich. Also mit der Abozahl bin ich, geht so. Weil mit dem Aufwand, was ich hier betreibe, ich muss ja sagen, ich gebe mir sehr viel Mühe mit meinen Space. Ich versuche euch irgendwie zu unterhalten, damit es nicht langweilig wird. Und ich glaube, jetzt kommen wir wieder vom Thema ab. Ich wollte eigentlich das Thema nicht ansprechen. Irgendwie spreche ich das in fast jedem Let's Play an. Das Thema YouTube und Abos und so. Obwohl ich das gar nicht ansprechen möchte, weil dadurch ja, ja, ich weiß